und herzlich willkommen im Autohaus Wolfsburg. Mein Name ist Claudia Lehnicke und ich zeige euch heute, was alles in unserem Caddy California steckt. Den Caddy California erhaltet ihr in verschiedenen Motor- und Getriebevarianten, zum Beispiel Allrad, DSG und auch im Schaltgetriebe. Den Caddy California gibt es in zwei verschiedenen Radständen, einmal den normalen Radstand und den Maxi. Sie unterscheiden sich mit 35 cm Länge. Damit wir in unserem Caddy California auch kochen können, müssen wir zunächst die Gasflasche anschließen. Wir brauchen dafür eine 1,85 Kilo Gasflasche. Diese hier ist von Campinggas. Und wie wir sie einbauen, das zeige ich euch jetzt. Dafür müssen wir zunächst die Rücksitzbank umklappen. Das geht mit einem Handgriff. Nun öffnen wir die Klappe und fangen an, die Gasflasche anzuschließen. Damit das Gas auch in dem Herd ankommt, müsst ihr diesen Gashebel zunächst öffnen. Mit der ausziehbaren Campingküche könnt ihr jederzeit und überall kochen. Und mit dem Windschutz bleibt euch die Flamme immer an. Dazu drückt ihr einfach diesen Knopf, um die Zündung zu erhalten und dreht gleichzeitig an dem Gashebel. Und siehe da, schon kann das Kochen beginnen. Um die Küche auch wieder einfahren zu können, müsst ihr rechts und links jeweils an den Schienen diese Knöpfe runterdrücken, um die Küche ganz einfahren zu können. Tisch und Stühle bekommt ihr auch serienmäßig mit dazu. Sie befinden sich in dieser Tasche. Und wie ihr sie aufbaut, zeige ich euch in wenigen Schritten. Damit ihr nachts nicht bei geschlossenem Fenster schlafen müsst, könnt ihr diese Fenstereinsätze nehmen, die immer mitgeliefert werden. Sie haben Fliegengitter, sodass ihr auch von den Mücken verschont bleibt. Ihr setzt sie einfach in die Fenster ein, schiebt sie nach oben und dann mit der Scheibe einfach sicher verschließen. Gute Nacht! Damit es in den Morgenstunden auch trotzdem noch schön dunkel in eurem Auto bleibt, kriegt ihr serienmäßig Verdunklungen für jedes Fenster mit. Diese haben schöne Magneten, mit denen ihr sie ganz einfach an die Innenseite der Fenster befestigen könnt. Für das optionale Panoramaglasdach gibt es sogar Spannstangen, mit denen die Verdunklung dann sogar klemmen bleibt. Damit ihr in unserem Caddy California auch gut schlafen könnt, müsst ihr zunächst einmal die Rückbank umklappen. Ihr nehmt die Schlaufe und legt die Rücksitzbank um. Nun müsst ihr nur noch das Bett entfalten, um die Füße auszufahren. Und führt es nun einfach in die Halterung ein. Und fertig ist das Schlafgemach.